Wir verkünden den Beginn der ersten Purge. Wir sind sicher. Vorerst. Dieser Film geht auf das zurück, worum es bei der Idee für die Purge eigentlich geht. Wir lernen die Leute kennen, die für das Experiment verantwortlich sind und ihre Absichten. Und mehr noch sehen wir die Tragik der Ereignisse für die Opfer. Was die Purge-Saga so furchterregend macht, ist die Tatsache, dass es so realistisch wirkt, aufgrund der Zeiten, in denen wir heute leben. Es könnte echt sein. Beim Ertönen der Sirene sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für 12 Stunden erlaubt. Unser Viertel wird von einer Regierung belagert, die sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Die Leute haben kein Geld, weil es eine arme Gegend ist. Also sind sie zu extremeren Dingen bereit. Extreme things. Wir haben ein Problem. Was zum Teufel ist da los? In The First Purge kann man sich mit den Figuren identifizieren. Sie schicken Soldaten auf die Insel, die als normale Bürger getarnt sind. Ihr gebt keinen Laut von euch, ihr kommt nicht raus. Das Land funktioniert nur so. Dieser Purge-Film erweitert die Grenzen, deshalb sollte man ihn sehen. Ist ziemlich mutig. Was machen wir jetzt? Jetzt kämpfen wir. The First Purge. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ab 5. Juli nur im Kino.